Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ja, wir spielen Agony. Wir müssen die rote Königin finden. Einen Weg aus dem Labyrinth des Verstandes müssen wir auch finden. Aber erstmal müssen wir uns einen neuen Körper suchen. So, mal kurz Headset bewegen. Entschuldigung. Denn ich bin letzte Folge leider gestorben, weil ich Idiot mit einer Fackel rumgelaufen bin wahrscheinlich. Und ja. Suchen wir uns mal eine Seele. Wie man das funktioniert, ich habe keine Ahnung. Können wir in das reingehen? Nö. Es fühlt sich so ein bisschen an, als ob man Skifahren würde irgendwie. Oder näher so auf Eis ist. My soul hunter, let's forget about this defeat. Und fürchtet euch vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl die Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. Irgendwas 10.28 Uhr. Nein, wahrscheinlich wird das Matthäus irgendwas sein. So, ich trinke nochmal einen Schluck, bevor es wieder in die heiße Hölle geht. Also die heiße Hölle habe ich hier schon in der Wohnung. Ah, es ist scheiße heiß. So. Ich habe keinen Plan, ob wir jetzt wieder zurück... Wir sind zurück, ne? Wir waren doch hier bei den Spiegeln. Genau. Kann hier irgendwo noch Fackel... Achso, der haut sich wieder. Ja. Ja, den Schädel brauche ich, das weiß ich. So. Kann ich wohl letztes Mal lang gelatscht sind. Also hier war es eindeutig nicht. Klettern kann er irgendwie auch nicht. Entschuldigung. Da waren diese Riesenhände. Ah, da war Babykerzenleuchter. Kann man die Fackel wieder wegschmeißen? Weil nicht, dass wir einfach zu offen lagen. Ich weiß nicht, ob er mich an der wegen der Fackel gesehen hat. Was ist hier? Ah, eine Statue. Mega Finger. Das sieht aber komisch aus vom Gesicht her. Eine Frau mit Latz oder was? The Red Goddess. The only one. There is nothing.
Komme ich denn in die Spalte rein? Ich denke, wir können in die Spalte. Ach, ich muss eh interagieren. Und dann? Bin ich ja so ganz komisch dran an der Seite, okay. Und er hat die Fackel weggekickt. Okay, vielleicht hätte ich doch einfach in irgendeiner Spalte suchen müssen. Hä? Ein Sonnenschädel. Ich dachte, wir wären schon wieder da, wo wir am Anfang waren. Ach, da liegt einer. Ich dachte, wir müssen gegen Seelen kämpfen oder so. Aber die tun uns... Ey, was ist denn los? Das hat man vorhin am Anfang auch schon, dass das irgendwie... Ich habe die Spieleinstellung auf Ultra gestellt, alles komplett. Also sie war am Anfang komplett auf Ultra. Ich müsste mir das, glaube ich, mal angucken. Ah, hat keine Augen mehr. Do you hear? She's speaking to us. It's an honor. Our goddess. She's calling us. Mhm. Also alle feiern die rote Göttin. Muss ja der Hit sein. Finger irritieren mich immer. Hey, mit Q und E kann man nicht seitlich so mal reingucken. Wo wollen wir da rein? Schon wieder? Hallo? Warum bin ich jetzt auf einmal bei Steam oben rechts live dabei? Und weil ein Horst meine Übertragung, meine Aufnahme anguckt. Super. Der Montro lässt mein Spiel haken. Für Finger, ey. Ah, da können wir was abfackeln. Und hier haben wir wieder so einen Typen. Oh! Scheiße, Alter. Normalerweise muss ich ihn doch betätigen. Wichser. Ich bin irgendwie gerade schreckhaft. Jetzt, wo der Montro zuguckt. Die Leute, die ihn nicht kennen, ich zack mit denen ab und an mal ein bisschen PUBG oder Tarkov. Ja. Wenn ihr Interesse an den Spielen habt und wie sich der Montro anhört, guckt euch mal die Videos an. Muss ich hier überhaupt lang? Aha, genau nicht. Der sieht ein bisschen komisch aus. Noch so einer. Jetzt erschreckt mich aber nicht. Nee, schon wieder. Und du auch nicht. Ich denke mal, wir müssen noch drei Schädel finden. Er kickt dir die ganze Zeit die Skelette umher. Nimm es raus. Nimm es aus mir raus. Na gut. Bin ich im Kreis gelaufen schon wieder? Mir fällt gerade ein, dass ich eigentlich in Rätselspielen nicht gut bin. Ist da noch irgendwo? Hier war eine Spalte. Und
da sind wir gekommen. Zu Hause? Ihr müsst, ich muss dich erschrecken. Erschreck mich. Okay. Tolle Statue. Aber ich brauche ja die Schädel. Ach, da ist auch schon wieder einer. Okay, ich habe mich verirrt. What's the matter, old man? You feel lost? Fulfill the ritual. Bring together all of the skulls and escape from this mind maze. Okay, sie meint mich. Oh, sehr gut. Das ist doch so ein Vieh von vorhin. Ist das tot? Okay. Will, we're here. Guilty. We're all guilty. You can't believe anyone. Ich finde die Gesichter sehen immer so komisch aus. Er erinnert mich so an den Film mit Will Smith, als er gegen diese komischen Roboter gekämpft hat. Ein Robot oder sowas? Will, we're here. Guilty. Ja, hier, we're drin. All guilty. Oh, das geht. You can't believe. Alter, das geht! Aber warum blutet die, wenn ich sie abfackeln will? Oder es abfackeln will? Ach, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Hier gibt es so viele Sachen, in die ich mich immer verleiten lasse. Hallo Schattenfreund, du willst mir was zeigen? The goddess will suck the marrow out of your bones. Leave you up. She and her suckers will devour you, you'll see. Oh, nimm es doch endlich aus hier raus! The goddess will suck the marrow out of your bones. Leave you up. She and her suck-ups will devour you, you'll see. The goddess will suck the marrow out of your bones. She and her suck-ups will devour you, you'll see. Bin komisch. Ein Schädel! It's so exciting to see how you evolve. Another took so much more time to do this. Ich habe die Textnachricht nicht gesehen. The goddess will suck the marrow out of your bones. They'll eat you up. She and her suck-ups will devour you. You'll see. Der Kerl sieht scheiße aus. Rennen. Burn it. Huh?
Das Feuer reinigt dich. So. You smell nice. Come closer. Okay. You smell nice. Come closer. Nah. Ach komm, lesen wir den Text. Ach, kurzer Text für mich. Wie kann man einen Ausweg aus der Unendlichkeit finden? Ich habe hunderte Korridore durchquert, die so gewunden waren wie die Pfade des Verstandes meines Wahnsinnigen. Keine Ahnung. Aber ich werde nicht rasten, bevor ich den Ausgang nicht gefunden habe. Ich hätte nie gedacht, dass Blut so begehrenswert wird. Nutzt es, um eure Schritte zu markieren. Das ist der einzige Ausweg. Verliert euren Glauben nicht. Müssen wir hier lang? Jawohl. Okay, nimm es aus mir raus. Auftrag. Women, lots of them here. Pleasure? No, not here. They're demons. Hide. Sieht nicht gesund aus. Sollten da lang. Ey, von hier kam ich doch, hier bin ich doch erst durchgegangen. Okay. Okay, wir brauchen zwei Schädel zum Weiterkommen. Der Dunst aus Fett und der Gestank von dem verbrannten Blut erfüllten die Kammer mit stickigem Rauch, der sich in die Lungen bohrte und die Sinne abstumpfte. Endlich erkenne ich besser ihre Gestalt. Ich spüre ihren stinkenden Atem im Nacken, während sie flüstern und von der Dunkelheit verhüllt lachen. Sogar mein eigener Schatten scheint unbeschreibbare Formen anzunehmen. Das pulsierende Geplapper von Hufen ertönt irgendwo in meinen Hinterkopf. Wie soll ich die Grenze des Wahnsinns überschreiten? Der von mir herbeigerufene Dämon ist nur der Anfang des gewundenen Pfades über die Grenzen meines eigenen Verstandes. Heaven. So. Was wird sich wohl hinter Tor 1 verstecken? Nehmen wir den Brief oder Tor 2? Oder hier einen der anderen Wege? Den nehmen wir nicht. Schädel 1. Schädel 2. Sesam, öffne dich. Ah, Schädel 3 gibt es auch noch. Jetzt reicht sie aber, verdammt. Ah,
Ist er schon offen? Aber hatten doch schon genug Schädel. Ich trinke mal einen Schluck. Krass. Oder... Hä? Oh. Wir können hier nicht lang. Gut, dann war es schon mal die richtige Entscheidung, die Köpfe dahin zu legen. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an Prey, wenn ich überlege so. Also an den ersten Teil, ne? Da ging das ja auch. Da im Alien-Schiff damals. Gab es ja auch so komische Wege, die dann von, ja, wo man quasi über die Decke gegangen ist und so. War ganz cool. Also wenn ich jetzt so von hier oben gucke, gibt's doch... Naja gut, das glaube ich, da war, hat man bestimmt nicht gespielt. Der Bereich hört bestimmt da auf, wo gerade der Cursor ist. Man hätte sich mehr an die großen Statuen orientieren können. Ne? Gibt ja nur zwei. Ja! Dann weiter geht's. He's so close. Ins Rote Meer. Hier ist nichts, aber ich verliere jetzt meine Fackel dadurch wahrscheinlich. Ne? Ja, toll. Und der Rückweg ist. You pathetic old man. You don't think someone like you can beg for mercy, do you? Not sacrificing for me everything that you have? Just forget. Give up. Ja, nö. Fliegen! Geh weg, geh weg, geh weg! Ah, Brief erworben. Wer hat denn Zeit in der Hölle, bitte Briefe zu schreiben? Wer kam denn auf die Idee, Mitch? Die Luft ist so dick und heiß, dass ich nur mit Mühe atmen kann, verdammt. Ich spüre, wie der Gestank von Leichen und Schwefel sich in meine Lungen frisst. Wenn ich leben würde, dann hätte ich mich diese höllische Hitze schon längst umgebracht. Der Herr bewirkt aber, dass mein Herz noch immer schlägt, damit ich weiter für meine Sünden büße. Ich werde die schlimmsten Qualen aushalten, Brüder. Brüder! Haltet an eurem Glauben fest. Trotz des Schmerzes atmen wir weiterhin. Trotz des Leides ist die Hoffnung in unseren Herzen immer noch lebendig. Ja. Ich muss dazu sagen, ich bete jetzt privat weniger und werde jetzt im Spiel nicht anfangen. Babykerze! Ah ne, so ein Gremlin oder sowas. Noch eine Notiz. Hey. Es ist ja jämmerlich zu beobachten, wie sie ihr Abbild vergöttern und davon träumt, sich selbst nur für einen Augenblick in ihrem Spiegelbild zu sehen. In einem Ideal, dem sie sich nicht einmal versuchen anzunähern. Worin besteht ihre Macht? Ich bin es doch, der über sie richtet. Ihre einzige Hoffnung. Es scheint so, als ob ich den falschen Gott angebetet habe. Höchste Zeit, den Verbündeten zu wechseln in diesem heiligen Kreuzzug. Kevin. So, wieder mit E drücken oder willst du mich wieder erschrecken?
muss sagen, Horrorspiele oder so leben ja auch da mit dem Schrecken. Das funktioniert ja nur, wenn es halt immer nicht immer dasselbe ist. Wie mit diesen Spiegeln. Einige der Gemälde verbergen die Wahrheit vor dir. Untersuche sie, um die Realität zu enthüllen. Ich kann sie aber leider nicht schlagen oder so. Untersuchen weiß ich nicht, wie das geht. Einfach angucken. Hä? Okay. Das ist so eine Art Barriere, die Spiegel, ja? Wenn ich da durchgehe, bumm, bin ich zurück. Okay. Das ist ein Rätsel, was ich gerade nicht raffe. Ich will zu dir. Kann ich es kaputt schlagen? Interagieren? Ich muss da sogar lang. Alter Judas, das geht mir jetzt gerade auf den Sack. Ah, was haben wir hier? Ja, wie untersuche ich das denn? Einfach nur angucken? Nicht neugierig. Ah, meine Neugier wird belohnt. Die hatten wir doch schon, die Statue. Und hier ist vielleicht noch eine. Mal ganz kurz Augenblick. Man hat doch vorhin gesagt, wir haben doch irgendwie Fähigkeiten. Genau. So. Verringert die Geräusche, die der Spieler als Märtyrer von sich gibt. Hm? Verlangsamt die Zeit, der Märtyrer den Atem anhalten kann. Ermöglicht das Überleben von schwachen Angriffen. Okay. Oh. Was ist ermöglicht? Nee, ich will das nicht. Erlaubt es den Spieler, einen Märtyrer in ein Band zu ziehen? Ich habe keine Ahnung, was besser ist. Aber ich glaube, das ist es. Wir schreiben uns für Geräusche. Wissen 31, was kann ich damit machen? Ja. Wir haben uns für verringerte Geräusche entschieden. Wobei ich mir vorstellen, atmen und alles andere ist auch gut. Aber wir haben uns das Bild angeguckt. Kommen wir jetzt da zu dem Heini? Alter. Wie kann ich denn da was durchsuchen? Eva doch interagieren. Irgendwas, was wir vielleicht gebrauchen können.
Habe ich das vorhin übersprungen irgendwie, das mit den Sichten, Lichten? Entschuldigung, also das weiß ich jetzt gerade echt nicht. Steuerung? Ach, man kann sogar werfen. Vision der Seele. Anschleichen. Kamera springen, atmen. Ach, schwacher Angriff, rechter Angriff. Also Untersuchung haben wir irgendwie nicht. Aber E ist Interaktion. Tja, ich habe leider gerade überhaupt keinen blassen Schimmer. Gedrückt halten. Ich Horst. Nein, ich heiße Heinrich. Oh, man untersucht Gegenstände, indem man E gedrückt hält. Mama mia. Tut mir leid, dass ich mich gerade so dusselig angestellt habe. Tut mir wirklich leid. E gedrückt halten. So, die Tür ist zu. We're all guilty. You can't believe anyone. So, hier geht's gar nicht weiter. We're here. Guilty. We're all guilty. You can't believe anyone. Temple. I promise, when I dissolve, I'll build. You, I'll build. Pray, brother. There's nothing else left for us. I'll build you, O Lady, the most beautiful temple. I promise, when I dissolve, I'll build. You, I'll build. Why are these strange heads? He looks okay. Aus. I saw children. Ah, nein, ich brenne! Nein, Feuer! Puh, puh! Ach, das sind verkohlte Leichen! Der Brunnen. Gelange zum Grund der Grube. Neues Ziel. Da würde ich einfach runterspringen. Ah, ich glaube, das Vieh mag uns nicht. Komischen Schwanz. So. Das sieht irgendwie abgefahren aus. Das sieht abgefahren aus. Das sieht richtig abgefahren aus.
Mann, der sieht auch abgefahren aus. Ne, alt ist das, glaube ich, ne? Hä? Ein Bein? Ich verstehe das gerade nicht wieder. Das ist doof. Irgendwie, ich dachte, es war Alt-Taste irgendwie, wenn ich in solche Ecken gehen will. Atmen. Achso, atmen war das. Scheiße. Dann war eh interagieren. Ach, ich weiß. Oder? Nee, eh ist es auch nicht. Oh doch, eh ist es. Gut, also wenn wir jetzt gejagt worden wären, wären wir jetzt eh schon tot. Mal merken, Gegenstände durchsuchen, länger auf E drücken und Höhle kriechen auf. Aha. Wenn es daran vorbeigeht. Zieht sich dir den Arm raus mit der Hand und steckt ihn wieder rein? Hä? Eine scheiß Idee. Ja, ich bin tot. Gut, ich würde sagen, wir machen hier wieder einen Break. Ich fahre hier eindeutig zu häufig. Wusste gerade nicht weiter. Also manchmal spiele mit der Steuerung noch nicht eins, muss ich ehrlich sagen. Und das jetzt so nach einer Stunde Spielzeit mindestens. Ja, aber bisher, diese zwei Videos, würde ich jetzt sagen, gefallen mir. Ich habe immer noch keine Ahnung, was ich da mache. Finde die rote Göttin, gelange in die, zum Grund der Grube. Ja. Was uns noch erwartet, ich weiß nicht, ob wir noch irgendwann mal gegen andere Viecher kämpfen können, ob wir uns wehren können. Vielleicht auch nur, wenn es mit diesem brennende Fackelding. Müssen wir sehen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, euch hat es auch soweit gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte ein Like da. Ein Abo wäre noch viel besser. Und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal in der Hölle. Ciao!